Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Crystal Dust. Heute bin ich immer noch nicht alleine. Nein, die Dori ist auch schon wieder da. Guten Tag. Ich hab's in den letzten Folgen schon erwähnt und ich sag's jetzt nochmal, ich werde das Mädel nicht los. Und unser Mädel hat leider ein kleines Problemchen. Sie wollte sich ein Voltilamp fangen, aber es taucht keines auf. Nee, leider nicht. Bevor wir jetzt weitermachen, gucke ich gerade mal was im Pokédex nach. Vielleicht finden wir dort ja was. Nee, ich habe noch nicht mal ein Voltilam gesehen. Doch. Nee, ich auch nicht. Nee, aber Vati habe ich schon gesehen. Doch? Vati habe ich schon gesehen. Ja, Vati bringt mir gar nichts. Es taucht anscheinend doch gar nicht im Spiel auf, Vati. Ach ja, und ich möchte mal eine kleine Sache bekannt geben. Ich habe ja offscreen alle auf Level 25 trainiert. Dabei hat sich auch unser Sandan zu Sandama weiterentwickelt. Und es beherrscht mittlerweile Schlitzer. Und Smoochu, also Cossilla, habe ich aus dem Team rausgenommen. Und ich gehe jetzt mal in den Leuchtturm. Gut, dann gehen wir gleich rein. Sonst verbringe ich hier noch 5 Stunden lang vom Leuchtturm mitreden. Und da ich recht schnell durchgekommen bin, bin ich direkt beim ersten Trainer. Und Alter, ich finde dieses Design vom Leuchtturm wieder geil. Der sieht genauso aus wie immer. Wie halt in den ersten Editionen. Ja. Schönes Design fand ich damals schon. Also für ein Game Boy Color Spiel war es damals ein gutes Design. Auf jeden Fall. Genau, hier ist dieses Unterfall-Dingens. Ist eine Abkürzung auf dem Rückweg. Ja. Was ihn hat. Ich fand's gut, dass es in Hardcore und Sorcerer wenigstens einen Leuchtturm, einen Fahrstuhl gab. Ja. Und der Weg hat einen ja auf Dauer aufgeregt. Auf jeden Fall. So, ich habe diesen Typen mit seinem Noctu gerade besiegt. Und ich bin bei meinem Lieblingskeilmatrosenjäckchen. Nepomuk! War es, glaube ich. Nee. Hui! Heißt der jetzt? Ja, die heißen ja im Englischen eher an was. Was sind denn von Nessel? Gar nicht richtig bei uns. Stimmt. Aber sein Quapsel ist kein Problem und sein Quapuzzi kämpft jetzt gegen meinen Sandama. Ein Boden-Pokémon gegen Wasser-Pokémon ist auch nicht gerade schlau. Nee, aber Sandama schafft das schon. Wenn es nicht gerade eingepennt wäre, vielleicht. Okay. Mir ist halt aufgefallen, dass selbst das Blubber zwar 17 KP abgezogen hat, aber auch nur durch einen Volltreffer. Und selbst Aquaknarre zieht nur 11 KP ab, ohne Volltreffer. Okay, dann haben wir jetzt auch 7 Level drüber. Könnte vielleicht daran liegen. Ja, könnte auch daran liegen. Eventuell. Aber auch nur vielleicht. Ne? Ja. Oh, diese Treppen finde ich eigentlich ganz gut, aber ich fand die Leiteraktion besser. Ja, das stimmt. Aber gut, konnte man vielleicht nicht so gut umsetzen.
Aber ich beschwere mich nicht. Ich finde das grafisch vor allem richtig geil gemacht. Also der, ich sag's nochmal, wer immer diesen Held gemacht hat, Respekt. Auf jeden Fall. Hatten wir nicht mal was von einem Typen gesagt, der einen Vogel hat? Ja, wieso? Der Vogelfänger hat gleich 5 Vögel. Ja, super. 5 Tomsies, glaube ich. Echt. Da könnte man auch gleich mit 5 Karpados Level 5 antreten. Ja, aber auch nur, wenn man cheatet und das Karpador Hyperstrahl drauf hat, alle 5. Ja, genau. Nur dann ist es effektiver. Die machen, die one-hitten alle Pokémon. Ich hatte den Mythos bei Lennificate gesehen, ich war mir aber nicht sicher, ob das stimmt. Nein, stimmt auch nicht. Ich weiß. So auch ein Lenny-Fan. Definitiv. Vor allem von die unlogischen Dinge in Pokémon. By the way, Ladyficate, das ist eine kleine Schleichwerbung für dich. Ich verlinke dich mal unten in der Beschreibung. Schleichwerbung. Dafür müsste uns Lenny eigentlich bezahlen. Was ich auch von ihm gut finde, waren die, sind die kuriosesten Pokédex-Einträge. Ja, die waren auch nice. Psyhanna, sein Haar ist so magisch, es kann feinfühlig, es kann anhand des Winds ablesen, was der Gegner gerade denkt. Was für ein Overpower, das ist Psyhanna. Oder noch besser, Despota. Sein Panzer ist so hart, ist immun gegen jede Attacke. Wieso setzen die das nicht um? Wieso? Ja, Pupita mit seinem Fuchtler. Ach ja, genau. Apropos Curry absurd. Apropos absurd. Doch, Arma hat es. Ja, versteckt es hinter seinem Panzer. Ja, okay. Lass es gelten. Und dein nächster Opa. Also, was war absurd? Was ich sagen wollte, war... Oder war Hilfe? Moment mal, jetzt bin ich gerade verwirrt. Eine Frage. Eine Frage? Leute, eine Frage. Die wenn man in der Etage ist mit dieser Göre da oben, ne? Ja. Und wenn man da einmal außen rum ging, war da schon immer noch eine Leiter nach oben? Weil ich bin da einmal rumgegangen, da war gerade noch eine Treppe nach oben und da ist noch ein Trainer. Ja, doch. Das war so eine versteckte Etage oder so. Okay, da muss ich definitiv nochmal die Spiele spielen. Ja, Leute, man erkennt heute, man findet heutzutage noch Sachen, von denen man glaubt, dass sie gar nicht existieren. Dann schaffe ich mir den Trainer jetzt als nächstes vor. Ich musste nur gerade meine Pokémon heilen.
Ein Sandama wurde von dem alten Opa mit seinem von seinem zweiten Fukano platt gemacht. Ja, durch die Verbrennung. War sogar noch das erste Fukano, fällt mir gerade ein. So, Sandama, jetzt knöpfe dieses scheiß diesen scheiß Vogelfänger mit seinen drei Habitats vor. Okay, ich korrigiere mich mit den zwei Habitats und dem Ibitag. Luna muss sterben! Luna muss sterben! Ey! Dortmund soll verlieren am Wochenende. Banner in der Etage eigentlich auch nicht, wo das. Ja, nee, vergiss es. Ich weiß es gar nicht. Ich bin mir jetzt echt unsicher gerade. Aber ich glaube, das doch, das war so wahrscheinlich doch. So, die Göre ist auch down und Timon ist Level 27. Irgendwie verwirrend, egal. Egal, egal. Doch, passt. Doch, war so. Hab vergessen, dass man da ja auch irgendwie wieder hoch musste. Also gut, alles gut. Alles gut. Alles gut. Und Sandama, du pennst jetzt dieses Mal nicht ein, dieses scheiß Quapuzzi. Tja, dann hat es Pech, das Kapuzzi setzt nämlich keine Hypnose ein. Glück gehabt. Ja, also ich bin gleich oben angekommen. Bald. Ich glaube, das ist jetzt der letzte Matrose. Dann da mal ins Team aufzunehmen, war echt eine gute Idee. Großenteils ja. So Leute, ich frage mich übrigens mal, wie ihr dieses Projekt generell findet oder wie ihr es findet, dass ich allgemein jetzt mal mit anderen aufnehme. War ja bis jetzt immer so ein Let's Player. Oder ob ihr wollt, dass ich mit jemand anderem statt mit Dorio aufnehme, weil euch Dorio auf die Nerven geht. Könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde es auch falsch. Falls die Zuschauer das so sehen, das ist nicht meine Schuld. Nee, das stimmt, das ist doch nicht. Das würde ich niemals drauf sagen. Niemals. Wer es schreibt, der hat ja auch irgendwie recht, weil man nervt sie wirklich. Wusst. Ich bin ganz oben. Hier gibt es keine wilden Pokémon, was hält dich auf? Was bitte?
Hier gibt es doch nicht mal wilde Pokémon. Was hält dich so lange auf? Na, dann hast du es wenigstens bald geschafft, irgendwann. In 5 Jahren. Frühestens. Mindestens 3. Ich hole mir mal, während du wartest noch, während du unterwegs bist, noch die V4 Stärke. In dem Restaurant neben dem Pokémon Center. Nimm mal gerade ein paar Hypertränke hole. Und noch ein paar Superbälle. Ach, bist du ganz oben? Guten Tag, ich mach Rufen. Nee, jetzt bin ich erstmal bei dem Matrosen, wenn man durch das eine Loch geht, wo man ja durch muss. Na Leute, by the way, gucken wir uns nochmal den Duellturm an, während Dori gerade mal noch ein paar Stunden da im Turm rumhängt. Oh, geil. Was geil. Bei dem Trainerturm, ne? Da haben sie jetzt diesen, da kriegt man ja noch, da kriegt man jetzt diesen Kampfzonenpass, den man aus den Smart kriegt. Ist mir gerade aufgefallen. Ich bin da nämlich ja gerade reingegangen und da ist jetzt exakt dieser Kampfzonenpass. Und by the way, werde ich mal kurz mal diesen Te Trainerturm testen. Man muss ja auch mal was machen. So, dann wollen wir mal gucken, welchen Partner wir denn für diesen kleinen Test nehmen. Amanda, ein Pokémon-Fan und hat ein Feline und ein Dratini. Nee, danke. Trassler und keine Ahnung, wofür das steht. Nein, danke. Ein Flemmi, ein Käf, ein, nee, ein Vogelfänger, ne? Ohne ein Vogel. Der hat nur einen Flammy mit Feuerwirbel und einen Mauzi mit Schlitzer. Ah, auf den Typen habe ich keinen Bock. Der hat nur einen Onix und einen Nasknet. Eine Kämpferin benutzt doch eigentlich Kampf-Pokémon, ne? Die hat kein Kampf-Pokémon dabei. Die hat nur einen Kleinstein und mit Intensität und ein Porenta mit Schlitzer. Aber das Einzige, was ja bisher gut war, war dieser Typ mit